Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Remnant. In den letzten Part haben wir ja mal die Einführung gesehen, beziehungsweise ein ganz langes Intro. Und ja, deswegen hat das gestrige Video 20 Minuten gedauert statt 15 Minuten. Und ja, wir haben mal in großartig mal alles erklärt bekommen. Wegen dem letzten Part, also wegen dem ersten Part eigentlich, da hat der In-Game-Sound ein bisschen leiser geklungen und ich hoffe, dass es jetzt alles übernommen worden ist, dass es jetzt wieder alles passt. Was? Achso, okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt wieder alles im Lot ist. Es könnte natürlich sein, dass es noch ein bisschen Probleme da sind, sprich wegen In-Game-Sound, aber das soll ja nicht engere Sorge sein. So. Vorsicht! Ist es das, was du zuvor bekämpft hast? Ja, Monster. Sieht aus, als kämen wir an ihnen nicht an ihnen vorbei. Greif sie an, bevor sie uns entdecken. Okay. Ja, komm. Ne, das ist sind das, was ich gewählt habe. Ist Pause. Moment. Ah. Ja. Komm. Ach, jetzt halt die Schnauze. Wie gesagt, ich hoffe, es passt jetzt mit dem In-Game-Sound. Falls nicht, werde ich ein paar Versuche machen. So, Schlacht. Jede Instanz, die an der Schlacht teilnimmt, wird als Einheit bezeichnet. Diese Einheit sind in Gruppe organisiert, die Verbände heißen. In der Schlacht wirst du alliierte Verbände in groß angelegten Angriffen anführen. Die einzelnen Anweisungen, die du geben kannst, nennt man Kampfbefehle. Ja, und das ist überspringen wir jetzt mal. Kampfbefehle. Ja, komm. So. Moment. Ja, also das haben wir eigentlich im letzten Part eh schon gesagt. Wie das Dokument ist mit den Verbänden. In unserem Fall haben wir jetzt eigentlich nochmal Raumverband oder Kompanie von Basch. So. Und da mal Angriff mit Kampfkünsten. Moment. So. Jetzt haben wir den Duo-Modus übrigens ausgeschalten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Bereit. Come on, let's kick some ass. Natürlich sollte man schon auf die Moral oben ein bisschen achten. Ja, kommt lokal. Es überspringt nochmal aus. Das braucht es nicht unbedingt wissen. Also wie gesagt, man sollte schon ein bisschen auf die Moral achten. Nicht, dass es unbedingt wichtig ist. Also es ist wirklich wichtig. Also man muss schon ziemlich ganz genau auf die Moral schauen. Weil sollte jetzt der Moralbalken ganz unten sein. Auf Alliierte, also das oben wenn man ein roter Balken ist, da haben wir ein bisschen ein Problem, weil das echt Schwierigkeiten im Spiel nachher ist, ja. Aber das braucht es eben momentan noch nicht wissen. So. Und das habt ihr gerade gesehen, jedes Mal wenn wir einen Gegner vernichten, steigt der Moralbalken ein bisschen. Das ist übrigens ein cooler Vorteil, wenn man einen Gegner besiegt hat, dass die LB und die AP kalt werden. So, Moment, so. Ja, ich bin es mit dem Gamepad nicht gewohnt zu spielen. Besonders The Last Remnant.
something's wrong. Nett, nettes Monster. I wasn't expecting this. Prepare yourself. Moral. Ja, wie gesagt, die große rot-roten Balken oben im Bildschirm ist die Moralanzeige. Sie misst einen und dessen Gegners Kampfes Willen. Wenn die Moral steigt, werden die Angriffe effektiver und stärker. Fällt die Moral, dann wird die Abwehr schwächer und die Verbände fügen weniger Schaden zu. Die Moral schwankt abhängig von der Leistung beider Seiten im Kampf. Mach es dir zur Gewohnheit, die Moral einer Truppe im Auge zu behalten. Also man sollte wirklich schon die Moral ein bisschen im Auge behalten, wie es jetzt auch gerade ja, gezockt worden ist, dass man ein bisschen auf die Moral schauen soll. So. Angriff mit Kampfkünsten. Jo, wir sind bereit. Come on, let's kick some ass. Ach ja, komm. Make you remember the name Emma Honeywell. Versuchen wir es nochmal. Ach, geht der Scheiß aus, also. Ja, das ist jetzt die Spezialtechnik von Wasch, so, dass wir jetzt E-Class sehen werden. Und zwar den Omnischlag. Ja, also wie im letzten Part von David, die Spezialattacke kann man natürlich öfters im Kampf einsetzen, je nachdem wie lange der Kampf dauert, aber wie gesagt, es ist als Zufallsprinzip. So. Your talisman's more than a fashion accessory after all. Huh? My lord. You did not have to come all this way for me. Please, accept my apologies. Seeing you safe is apology enough. And who is this? He claims to be the son of Dr. Sykes. I see. I am Torgo, one of Athlum's four generals. Our lord, the Marquis of Athlum, would like to extend his thanks. Step forward. I will have you know that your actions have won my gratitude. As for your sister, if the men you seek have entered Athlumian territory, we cannot turn a blind eye. I shall accompany you to Athlum. Huh? Our lord would like to aid you in your search for your sister. It's fine, Torgo. Thanks a lot. I chased that weird flying thing here, but I didn't have a clue where to go next. But hey, if I've got an important guy like you backing me up, I've got a whole lot less to worry about. This is Ace! The name's Rush. Rush Sykes. Who are you? I am David Nassau, the Marquis of Athlum. You may address me as David. Sure thing, Dave. Let us return and see what tidings await us in Athlum. All troops, return to Athlum immediately. Yes, my lord. Come on, Dave. Let's go. You will! Have you no manners? That is no way to address the Marquis of Athlum.
Jeez, what's your problem? He's surprisingly simple, wouldn't you say? We have yet to see. Ja, so. Eine Stolz von David, David regierte Stadt, die am Rande des Klappaleis liegt, okay. Ja. Jetzt machen wir mal die Weltkarte. So. Atlum. Atlum. Waste no time in sniffing out the rats who kidnapped Arena. Torgon? Rush. We have prepared a room for you within the castle. After your journey from Ulam Island, you must want to rest and recover from your presumably arduous journey. So I just sit on my butt and do nothing? Yeah, right. I'll go find those guys myself. Fine. Do as you like. But try not to do anything too foolish. We shouldn't let him have free run of the castle until we've verified his story. I'll get on it. Okay. I'm going now. Hello? If it's information you seek, there is a certain pub in Virtus Parish you might care to investigate. Come to the castle if you need anything of us. All right, I'm on it! Ja, aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Also, zur Burg gehen wir noch. So, wenn es jetzt einmal weiterleben würde. Ja, Emma hat die Gruppe verlassen. Ja, ja, komm. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, ja, fast jede Stadt, die was wir noch an, im Laufe des Spieles betreten, ist in mehrere Abteile eingeteilt, sprich maximal 4 bis 5 Abteile. Oder Gebiete jetzt in dem Fall. Beispielsweise jetzt Marktplatz oder im Virtusviertel. Aber in dem Fall bleiben wir noch auf dem Weg da. So. Als erstes sollte man sowieso in jeder Stadt, die was man im Verlauf des Spiels betritt, nachschauen, wo man. Ach nee. So, wo man Heilblatt kaufen kann, beziehungsweise Waffen und Rüstung und das als Zeuge hängen noch ein bisschen. So, in meinem Fall werde ich jetzt einmal ungefähr bei 10 Heilblatteln kaufen, die was man übrigens im ganzen Spiel, ja, im Spiel, in die Kämpfen einsetzen kann. So. In meinem Fall werde ich jetzt natürlich ein Drachenschild kaufen. Man kann wirklich im ganzen Spiel wirklich super Sachen kaufen, die was man schon selten in so einem Spiel findet. Natürlich gibt es da auch Missionen, wo man bessere Items bekommt. Aber ja, komm. So. Bei der Werkstatt könnte es ja
engere Waffen verstärken bzw. zerlegen, um neue Ausrüstungsteile zu bekommen und damit eine neue Waffe zu schmieden. So. Was hat der? Ja, der hat so genau wie da Ding da Rüstungsheine da aufnahme ein paar gute Gegenstände. Nehmen wir zum Beispiel ein Armreifer oder ein Gürtel. Das müssen wir einfach ein bisschen im Spiel schauen, dass es auch das Geld dazu habt. In meinem Fall hole ich jetzt das natürlich nicht mehr. Okay. Dann werden wir an der Stelle wie üblich einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play The Last Beamant wieder und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.